Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian und heute will ich mit euch mal über Babylon, Rausch der Ekstase sprechen. Der neue Film von Damien Chazelle mit Brad Pitt, mit Margot Robbie, mit Tobey Maguire und gefühlt allen möglichen Leuten, die ihr garantiert schon irgendwo irgendwann mal gesehen habt. Warum ihr diesen Film wirklich auch im Kino sehen solltet und warum ihr euch den ansehen solltet, darüber will ich jetzt mit euch sprechen. Das geht dann auch ohne größere Spoiler, weil ihr sollt diesen Film einfach so genießen können, wie ich ihn genossen habe. Deswegen keine Spoiler, wir legen einfach los. Fuck yeah! Ja, Babylon ist der neue Film von Damien Chazelle. Und bei Damien Chazelle, muss ich sagen, bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Sein erster großer Erfolg war ja Whiplash, den fand ich fantastisch. Der hat auch zu Recht alle Preise irgendwie bekommen, die er nur bekommen konnte. Danach kam dann La La Land und das ist für mich so das perfekte Beispiel für overhyped. So, ich finde den Film nett und ich mag viele Aspekte daran, aber ich fand ihn längst nicht so beeindruckend wie gefühlt der Rest der Welt. Und da hat er dann auch bei den Oscars abgesahnt und was weiß ich nicht alles. Aber La La Land war für mich so ein Film, wo ich gedacht habe, naja, der ist so ein bisschen lala. I hear what you're saying, but I don't think you're saying what you mean. Yeah, I don't think you hear what I'm saying. You're fired. Dann kam sein großer Film zu Neil Armstrong mit Ryan Gosling in der Hauptrolle, Aufbruch zum Mond. Der war auch ziemlich schwerfällig, hat so versucht, ja, den Mann Neil Armstrong zu zeigen und war auch irgendwie nicht so mein Film, weswegen ich tatsächlich bei Babylon so ein bisschen skeptisch gewesen bin. Und mit Babylon geht Damien Chazelle ja jetzt hier was ganz, ganz Großes an, weil er bringt uns ein bisschen Kinogeschichte mit. Der Film spielt in den späten 20er Jahren und dokumentiert eigentlich den Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm. Und das anhand der Schicksale von drei unterschiedlichen Leuten. Da haben wir Jack Conrad, gespielt von Brad Pitt, der durch die Stummfilme zu einem übergroßen Star geworden ist und jetzt sehr damit zu kämpfen hat, in diesem neuen Medium Tonfilm klarzukommen. Dann haben wir Margot Robbie, die die junge Nelly LaRoy spielt, die quasi so ein bisschen so ein aufsteigender Star ist. Sie wird durch die Stummfilme auch berühmt, versucht dann aber auch sehr viel mehr im Tonfilm irgendwie Fuß zu fassen. Aber dadurch, dass sie aus einfachen Verhältnissen kommt, muss sie da sehr viele Hürden überwinden. Und dann haben wir noch den Mexikaner Manny, der halt so das perfekte Beispiel für denjenigen ist, der sich wirklich von ganz, ganz unten hocharbeiten musste. Und hier haben wir eigentlich so eine Story, so wie wir sie irgendwie gefühlt schon in Wolf of Wall Street gesehen haben oder in, keine Ahnung, so den ganzen Mafia-Film eines Scorseses, wie wir halt wirklich sehen, wie Leute sich etwas aufbauen, dann den Luxus und den Rausch erleben und dann irgendwann doch wieder in den Abstieg kommen. Und das wird jetzt hier halt vermittelt vor dem Hintergrund eines Hollywoods, das sich neu entwickeln muss, das eine Revolution erlebt. Weil damals 1927 kam mit The Jazz Singers der erste Tonfilm in Spielfilmqualität. Es gab schon vorher so kleinere Sachen, aber The Jazz Singers ist quasi so der Meilenstein, der wirklich dafür gesorgt hat, dass sich Studios in Hollywood gesagt haben, okay, diese Talkies, wie die Sprechfilme dann damals noch genannt wurden, die sind interessant und die müssen wir hier umsetzen. Und der Film baut jetzt quasi darauf auf, wie die unterschiedlichen Leute darauf reagieren. Und da haben wir natürlich auch so Elemente, dass Leute einfach auch Angst davor hatten, weil Stummfilmstars waren damals riesengroß. Aber noch nie hat sie ein Mensch wirklich richtig reden gehört. Und das sind Sorgen und Ängste gewesen, die damals auch jemanden wie einen Charlie Chaplin zum Beispiel getroffen haben, der halt wirklich in seiner Comedy als Stummfilmstar groß geworden ist. Und deswegen gibt es jetzt auch nicht so viele Tonfilme mit ihm. Und genau diesen Wandel greift der Film jetzt wirklich sehr, sehr gekonnt auf. Also wenn ihr 3 Stunden, und ja, der Film geht 3 Stunden, wirklich mal so ein bisschen Geschichte des Kinos haben wollt, dann kriegt ihr das hier sehr schön komprimiert. Mit all den Schwierigkeiten, die es da damals gegeben hat, wie man überhaupt
den Ton dann aufnehmen konnte, dass man am Set wirklich alles so weit abschotten musste, damit wirklich auch nur der Ton der Schauspieler zu hören war. Und da gibt es ja so lustige Anekdoten auch in diesem Film, wie die Kameramänner mit ihren lauten, röhrenden Kameras dann in so schalldichte Boxen gesteckt wurden, wo sie gefühlt halb erstickt sind, weil es da drin so warm war und überhaupt keine Lüftung gegeben hat, dass sie halt einfach irgendwie gefühlt tot umgefallen sind. Oder dass bei bestimmten Stars, die halt wirklich das Gesicht einer Ära gewesen sind, sich dann herausstellte, boah, wenn wir die vor die Kamera stellen, das kann sich kein Mensch anhören. Und da wurde dann früher zum Beispiel auch viel versucht, dann einfach nachzusynchronisieren, um das irgendwie dann doch noch hinzubekommen. Und das zeigt ein Damien Chazelle hier auf bombastische Art und Weise. Wenn wir auch am Anfang des Films sehen, wie damals die Stummfilme gedreht wurden, mit wie viel Manpower, mit wie viel Statisten da gearbeitet wurde, wie die sich dann da alle bei irgendwelchen Schlachtenszenen verletzen und so. Dieser Film lebt und atmet Film. Dieser Film lebt und atmet Kino und zeigt uns einfach wirklich einen sehr, sehr schönen Blick hinter die Kulissen. Und das ist wirklich sehr, sehr aufregend. Natürlich ist Babylon und ist Damien Chazelle längst nicht der Erste, der das gemacht hat. Es gibt ja zum Beispiel das berühmte Musical Singing in the Rain von 1952. Und dieser Film hat quasi genau den gleichen Plot, den wir hier jetzt auch haben. Nur Damien Chazelle verzichtet auf Musical-Nummern, während Singing in the Rain halt diesen Klassiker Singing in the Rain hat und noch andere Musical-Geschichten. Aber de facto sind das die gleichen Geschichten und ein Damien Chazelle verweist auch sehr, sehr viel auf Singing in the Rain. Man spürt auch ein bisschen was von The Artist mit Jean Dujardin, der ja auch eine ähnliche Richtung eingeschlagen hat und hier auch einen Stummfilmstar gezeigt hat, der mit diesem neuen Kino überhaupt nichts anfangen konnte. Und somit hat man halt aus unterschiedlichen Filmen, die es schon vorher gab, viele Versatzstücke, weil es aber letztendlich auch einfach wirklich Hollywood-Historie ist. Und das ist halt nichts, was man sich irgendwie ausdenken muss. Das hat es so wirklich gegeben. Was Damien Chazelle dann natürlich zusätzlich noch bringt, sind die ganzen Stars und sind seine Figuren, die halt auch wirklich sehr, sehr interessant geschrieben sind und großartig gespielt werden. Also Brad Pitt ist unglaublich. Der Mann erlebt jetzt, finde ich, auch nochmal so eine kleine Renaissance und ist fantastisch in dieser sehr, sehr überzogenen, leicht überheblichen Rolle von Jack Conrad, weil er natürlich der King von Hollywood war und jetzt hier halt irgendwann dann doch anfängt zu straucheln. Brad Pitt ist wirklich ein absoluter Scene-Stealer, der macht wahnsinnig viel Spaß. Dann haben wir Margot Robbie, die sich hier auch die Seele aus dem Leib spielt, egal was sie tut. Und sie ist auch so unglaublich gut in den kleinen, feinen Nuancen, die sie auch in die Rolle von Nelly mit reinbringt. Weil Nelly ist ein einfaches Mädchen vom Land, das auf einmal zum Superstar wird. Und auch hier erleben wir, wie sie dann in die Fängen von Hollywood gerät und in die Fängen des Starseins kommt und damit halt auch nicht wirklich gut umgeht, so wie man es vielleicht machen sollte. Und dann haben wir Newcomer Diego Calva, ein mexikanischer Schauspieler, der schon kleinere Serienrolle und auch kleinere Filmrollen hatte, aber hier als Manny jetzt wirklich gegen diesen großen Cast seinen Mann stehen muss und es auch wirklich gut hinkriegt, weil er nimmt so ein bisschen unsere Perspektive ein. Er ist unser Blick auf dieses ganze große Etwas, was sich da Hollywood nennt. Und durch ihn erleben wir diesen Zauber, durch ihn erleben wir dieses Chaos, durch ihn erleben wir diesen Rausch. Und das macht er auch wirklich auf eine sehr feine Art und Weise. Und dieser Film ist halt wirklich einfach pff. Also da interessiert mich wirklich irgendwann auch mal so Behind-the-Scenes-Material, weil wie die hier das auch gedreht haben, wie dieser ganze Bombast auch gezeigt wird. Der ganze Film fängt an mit einer riesengroßen Hollywood-Orgie, anders kann man es gar nicht nennen, wo es unglaublich viele One-Takes gibt, also wo nicht geschnitten wird, sondern die Kamera einfach durch das Gewusel fährt. Und da möchte ich nicht Kameramann gewesen sein, weil der arme Typ muss wirklich hart gearbeitet haben, um diese Bilder einzufangen. Weil jede Bewegung ist auf die Musik der Band abgestimmt. Jede Kamerabewegung muss dann auch die Leute einfangen und diesen Bombast einfangen. Dann gibt es große Kranfahrten, dann gibt es sehr intime Nahaufnahmen und
rein technisch ist Babylon halt auch einfach wirklich sehr, sehr toll. Hier wird wirklich auch sehr viel einfach mit Film gespielt. Und wir haben halt auch Elemente, wo es mehr um den Ton geht. Und dann wird der Film auch sehr, sehr ruhig und lässt uns auch die Zeit, einfach mal diese Stille zu genießen, bis wir dann zu dem Punkt kommen, so, oh, Filme können jetzt sprechen. Und wie da dann einfach auch mit den technischen Mitteln eines Films das dargestellt wird, macht sehr, sehr viel Spaß und zieht einen noch mehr in den Bann, weil man halt zwischendurch auch einfach ein bisschen was lernt darüber, wie tatsächlich früher dann solche Filme aufgebaut wurden, wo die ersten Schwierigkeiten lagen, weil heute machen wir hier so ein Mikrofon dran und alles ist fertig oder irgendwo bammelt hier ein Mikrofon runter und dann passt das. Aber was sie früher alles irgendwie beachten mussten, wird in Babylon auf sehr interessante Art und Weise, aber auch auf sehr komische Art und Weise dargestellt, weil es gibt eine Sequenz, in der Margot Robbie versucht, einfach nur ihren ersten Satz zu sagen. Und diese ganze Sequenz ist irgendwie 10 Minuten lang, weil immer wieder fehlt irgendwas, immer wieder ist irgendwo ein Störgeräusch und man muss wieder von vorne anfangen und dann passt dies nicht und dann passt das nicht. Und da wird es halt auch auf komödiantische Art und Weise aufgearbeitet. Nichtsdestotrotz ist es jetzt hier keine Komödie an sich. Also der Film hat seine lustigen Elemente, wird aber auch sehr, sehr dramatisch, wird auch sehr, sehr ernst, wird teilweise auch wirklich sehr obskur. Und bei obskur sage ich nur einen Namen, Tobey Maguire. Wenn der in diesem Film auftaucht, dann haltet euch fest, weil Tobey Maguire sollte häufiger so eine total merkwürdigen, skurrilen Figuren spielen, wie hier im Babylon, weil er ist kaum wiederzuerkennen, er ist irgendwie super eklig, aber er rockt diese Rolle, die er da hat, einfach so fantastisch. Unglaublich. Also dieser Film ist wirklich so ein Rundum-Paket, das Spaß macht. Das Problem ist so ein bisschen dann doch irgendwie, das Ding fängt halt an wie so ein 30-Minuten-MTV-Musikclip. So, wir haben nur diese Party, wir haben Musik, wir haben sexy Menschen, die tanzen, wir haben wilde Kamerafahrten, wir haben Elefanten und was weiß ich nicht noch alles. Und das in einem staccato-artigen Feuerwerk, wo man sich wirklich denkt, so, okay, ich brauche irgendwie Ruhe. Dann kommt diese Ruhe, aber sie kommt so ein bisschen plötzlich so. Und dann sind wir auf einmal erstmal wieder so auf so einem Level, wo ich erstmal mit klarkommen muss, dass es gar nicht mehr so hektisch zur Sache geht wie eben noch. Und das ist so ein bisschen, da fühlt sich das so ein bisschen zweigeteilt an in diesem Film. Einmal dieser krasse Rausch, der ja auch den deutschen Titel beeinflusst hat, und dann das tatsächliche Drama. Und da weiß ich nicht so ganz so, ob das jetzt wirklich tonal so gut zusammenpasst, weil mit dem einen will er uns halt zeigen, ja okay, Hollywood hat halt rauschende Partys gefeiert. Ich denke, ja, ist wahrscheinlich nichts Neues, ist wahrscheinlich heute noch genauso und wahrscheinlich feiern die immer noch genauso wild. Und dann kommt halt dieses ganze Drama rund um diese drei Protagonisten, denen wir jetzt hier bei ihrem Weg zu den Sprechfilmen folgen. Und da dachte ich mir einfach, das hätte man vielleicht ein bisschen sauberer ineinander übergehen lassen können. Nichtsdestotrotz, das ist tatsächlich Meckern auf hohem Niveau, weil Babylon ist wirklich fantastischer Film. Auch der Soundtrack ist wirklich sehr, sehr mitreißend, ist sehr, sehr großartig und ich muss gleich mal gucken, ob ich den irgendwo finde, damit ich den auf dem Weg zur Arbeit hören kann, weil so diese Mix aus Jazz und Swing und was da irgendwie noch alles für Einflüsse mit drin sind, macht wirklich Spaß. Das Einzige, was mich auch beim Soundtrack gestört hat, ist die Tatsache, dass eine Melodie, so dieses Liebesthema aus La La Land, findet sich hier auch wieder. Und das hat mich immer so ein bisschen rausgerissen, weil ja, auch Babylon ist so ein bisschen La La Land, weil sich hier zwei Leute finden, die sich irgendwie auch gut finden, aber dann irgendwo ihre eigenen Wege gehen wollen und sich dann immer mal wieder zwischendurch so treffen, bis dann vielleicht doch mal mehr daraus werden könnte. Und klar, das ist da auch mit drin, aber da hätte ich die Musik nicht gebraucht, weil dieses musikalische Thema aus La La Land ist zu prägnant. Also wenn selbst ich es erkenne, dann bedeutet das schon was. Und hier hat es mich dann teilweise mal so ein bisschen rausgerissen, weil ich mir gedacht habe, das brauchst du nicht. Der Film ist gut. Der ist besser als La La Land. Und da muss man einfach, finde ich, nicht nochmal das recyceln, was man in La La Land schon hatte. Aber wie gesagt, auch das wieder meckern auf hohem Niveau. Babylon ist wirklich ein toller Film. Auch einen Film, finde ich,
den man im Kino auf der großen Leinwand gesehen haben muss, weil man einfach dieses große Bild braucht. Man braucht diesen geilen Sound dazu. Und es ist natürlich was, wo man viel Sitzfleisch braucht, aber auch ein bisschen die Liebe fürs Kino, weil genau dafür steht dieser Film mit tollen Bildern, tollen Darstellern, toller Musik, toller Film. Also ich kann ihn euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Aber damit bin ich jetzt auch am Ende angekommen. Wenn ihr ihn schon gesehen habt, wie fandet ihr Babylon und was sind vielleicht so für euch so Filme oder Filme über Hollywood, die ihr gerne guckt? Schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare. Und für mehr zu Filmen oder Serien, klickt einfach auf eins von diesen Videos.